Ja, hallo allerseits. In diesem Video geht es um eine kurze Vorstellung eines Add-on-Boards für das Raspberry Pi. Ich habe also hier das Raspberry Pi und hier das Add-on-Board. Und hier ist es so, dass man das Add-on-Board einfach auf das Raspberry Pi aufschrauben kann. Dazu muss man zunächst die beiden Bohrungen hier in dem Raspberry Pi etwas aufbohren, so auf 3,5 mm, weil die knapp 3 sind. Und die Abstandsbolzen, die ich hier benutze, sind für M3, also wird ein bisschen knapp. Also hier die beiden Bohrungen vorsichtig mit dem Bohrer auf 3,5 ungefähr aufbohren. Dann kann man Folgendes machen: Dann nimmt man sich hier das Add-on-Board und schraubt dort meinetwegen erstmal die Abstandsbolzen an. So, das eine. Hier jetzt das andere. Kurz fixiert hier mit dem Schraubenzieher, also nicht zu fest vielleicht zu Anfang, damit man es vielleicht noch ein bisschen ausrichten kann. So, und jetzt habe ich hier das Board, hier das Raspberry Pi und ich kann es hier zusammenfügen. Man kann es theoretisch noch erweitern, also man könnte jetzt hier noch mehr Boards drauf machen, wenn man sehr viel externe Elektronik braucht. Das externe Board kann man ganz gut bestücken mit verschiedenen Steckern zum Beispiel. Also ich habe jetzt hier einen D-Sub-Stecker, der passt hier rein. Den könnte ich hier nehmen. Ich mache das mal hier kurz ab. So. Was hat man noch? Ich habe hier eine USB-Buchse, vielleicht, die man vielleicht nochmal braucht. Eine B-Buchse. Dann gibt es die Möglichkeit, nochmal eine externe Spannungsversorgung vielleicht anzuschließen. Da habe ich also hier vorgesehen, diese Spannungsversorgungsbuchse. Dann natürlich die Reihe mit den GPIOs vom Raspberry Pi. Dort kann ich also jetzt hier die Stiftleisten reinsetzen, beziehungsweise auch direkt so einen Wandstecker. Das passt auch. Ich bestücke das jetzt hier mal einmal so komplett hoch. Na, wer will nicht? Nochmal kurz. So. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist für manche Applikationen hier, Buchsenleisten, also wenn man jetzt irgendwelche Relais hat oder was auch immer, oder größere Sachen, die man da anschließen will und steuern will, dann kann man hier diese Buchsenleisten anstecken oder anlöten hier auf jeder Seite. Da ist genügend Platz. Und somit kann man praktisch dann nette Projekte auf diesem Add-on-Board realisieren. Gut, das war eine kurze Vorstellung dazu. Viel Spaß dabei. Tschüss.